Nacht zum kommenden Montag beginnt die erste Phase in den großen Bezirken Nölz, Forst, Wald, Rennrad, Gartow, Tackheide, Linn und Gellenstratum. Die nächste Phase ab Montag, dem 16. Juli, umfasst die Bereiche Traar, Fährberg und Elfrath, Fischeln, Stahldorf und Königshof sowie Oppen. Im dritten Schritt gehen ab Donnerstag, dem 16. August, die restlichen Lichter im Stadtgebiet, also in Uerdingen, Bockum und in der Innenstadt aus. Die Maßnahme ist Teil des sogenannten Haushaltssicherungskonzepts der Stadt Krefeld, die vom Stadtrat am 22. Oktober 2010 beschlossen und nachfolgend am Anfang dieses Jahres mit Stimmen von CDU, FDP und UWG mehrheitlich bestätigt wurde. Shut up! Jährlich sollen dadurch rund 225.000 Euro eingespart werden. Für die Umsetzung muss die Stadt allerdings erstmal einen ähnlichen Betrag in die Hand nehmen. Nötig waren Investitionskosten in Höhe von insgesamt rund 249.000 Euro für technische Änderungen an Schaltanlagen. Bis zuletzt hatte sich die SPD gegen düstere Straßen ausgesprochen. Ratsherr Bernd Scheel sieht die Abschaltung nicht nur als Rückschritt, der Attraktivität schade, sondern die Maßnahme gehe auch zu Lasten der Sicherheit. Auch eine Zunahme der Kriminalität wird befürchtet.